glaube, dass wir im Katholischen auch heute darauf hinkommen, dass es hier eine äußere Begrenzung, wo man autoritativ sagen würde, hier darf nicht weiter gefragt werden, nicht geben kann. Die Kirche muss wirklich immer den Mut haben, auch gegen das, was gerade herrschend ist und was alle für richtig ansehen, in Opposition zu gehen. Ich glaube, es ist schwierig geworden, weil die Welt, die wir antreffen, ganz von uns selber gemacht ist und sozusagen Gott in ihr nicht mehr direkt vorkommt. Er trinkt nicht aus der Quelle, sondern aus dem, was uns schon abgefüllt entgegenkommt. Universität Bonn 1959. Die Not der ersten Nachkriegsjahre ist vorbei. Der Wohlstand steigt, die Gesellschaft wandelt sich. In der Wissenschaft machen neue Leute von sich reden, wie dieser junge Theologe, der die Studenten mitreißt und ihnen Horizonte öffnet, Josef Ratzinger. Er kommt ja aus ganz einfachen, frommen, besten Sinne, frommen Verhältnissen, altbayerische Frömmigkeit und sieht sich dann natürlich im Laufe seiner Ausbildung, spätestens in Bonn, mit der Frage konfrontiert, wie also die böse Welt, die gar nicht mehr christlich ist, nun vor ihm steht und was er da zu tun hat als Theologe. Zu sagen, nein, das ist eben die böse Welt, mit der ich nichts zu tun haben will. Oder vom Wesen des Christentums her zu sagen, gebt Rechenschaft von der Berufung, die euch beseelt. Also der Petrusbrief, nicht? Und das hat er dann gemacht. Vernunft und Glaube, so betont er in seiner Antrittsvorlesung, seien keine Gegensätze. Sie gehörten vielmehr notwendig zusammen. Die katholische Kirche versteht sich damals als sichere Burg des Glaubens in einer gottfernen Welt. Doch wird es auf Dauer genügen, die Brücken hochzuziehen und die Luken dicht zu machen? Seit wenigen Monaten ist ein neuer Papst im Amt, Johannes der 23. Ein Übergangspapst, so urteilen die meisten. Schließlich ist er schon 77 Jahre alt. Doch Johannes überrascht die Welt. Er beruft ein Konzil der Bischöfe ein. Wichtig ist ihm, die katholische Kirche in die Moderne zu bringen. Das berühmte Programmwort des Aggiornamento ist dann sozusagen die Lehrformel dafür. Aber was er meint, ist in dieser Antrittsrede oder der Eröffnungsrede gut in dem einen Satz zu finden, dass er will, dass die katholische Kirche einen Sprung nach vorne macht. Und wichtig ist ihm dabei etwas, was, so hat er den Eindruck, verloren gegangen ist, nämlich der Kontakt der katholischen Kirche zu der Welt von heute, zur modernen Welt, vor allem zu den Menschen. Es sollte ein pastorales Konzil werden, kein dogmatisches. Es sollte die Sprache der Barmherzigkeit sprechen, nicht die Sprache der Verdammung. Die Vorarbeiten für das Konzil erstreckten sich über 3 Jahre. Doch die Textentwürfe, die in den Kommissionen aufgesetzt wurden, blieben konventionell und blass. Einer der einflussreichsten Kardinäle der Weltkirche, der Kölner Erzbischof Josef Frings. Frings ist Mitglied der Vorbereitungskommission für das Konzil. 1961 wird er eingeladen, in Genua einen Vortrag zu halten. Kurz zuvor lernt er Professor Ratzinger kennen und bittet ihn um einen Entwurf, den er in Genua praktisch unverändert vorträgt. Frings erntet viel Lob, nicht zuletzt vom Papst. Er macht Ratzinger zu seinem theologischen Berater. Im Oktober 1962 brechen Kardinal Frings, sein Sekretär Luthe und sein Berater Ratzinger auf zum Konzil.
Vor ihnen liegt ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Ankunft in der Anima, dem deutschsprachigen Priesterkolleg im Herzen Roms. Keine Sprachgruppe hat ihre Teilnahme am Konzil so generalstabsmäßig vorbereitet wie die deutsche. Kardinal Frings leitet die Besprechungen und lädt die Bischöfe zu Vorträgen ein. Und ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Aber ganz besonders begrüßen wir die hochwürdigsten Herren Missionsbischöfe deutscher Zunge, die sich ja sonst in ihrer Bescheidenheit selten bei uns blicken lassen, aber jetzt hier in großer Zahl bei uns sind. Die meisten Konzilsväter sind Praktiker der Seelsorge. Sie werden von theologischen Experten beraten. Zu ihnen zählen Köpfe wie Karl Rahner, Hans Küng und Josef Ratzinger, der am Abend vor der Konzilseröffnung das Auftaktreferat hält. Die wesentlichen Punkte des Vortrags festgehalten vom Münchner Kardinal Döpfner. Sie finden also hier ein Votum für mehr Pluralität innerhalb der einen katholischen Weltkirche. Und da trifft sich Ratzinger dann auch mit anderen Reformtheologen. Es geht darum, die biblisch-patristische, also von den Kirchenvätern herkommende, weitere Tradition wieder produktiv einzuführen, um eine verkrustete, nachtridentinisch eng geführte Traditionsgestalt aufzubrechen. Vor 2500 Bischöfen aus der ganzen Welt eröffnet Papst Johannes der 23. das Konzil. Es ist die größte Kirchenversammlung aller Zeiten. Die römische Kurie hat den Ablauf gründlich vorbereitet. Doch einige Kardinäle, wie Josef Frings, durchkreuzen die Tagungsregie. Die vorbereiteten Texte werden zur Seite gelegt und von Grund auf neu erarbeitet. Das Konzil entwickelt eine Eigendynamik, die sich der Lenkung durch die päpstlichen Behörden entzieht. Doch Johannes der 23. lässt die Bischöfe gewähren. Er gibt den Konzilsvätern die Freiheit eines völligen Neuanfangs. Die meisten Bischöfe waren in der starren Lehre der Neuscholastik aufgewachsen. Theologen wie Josef Ratzinger hatten ihren Anteil daran, dass es viele ins Lager der Reformer zog. Für Ratzinger ging es beim Konzil nicht nur darum, den Glauben ins Heute zu übersetzen, sondern zugleich auch die Ursprünge in ihrer Fülle wiederzuentdecken. Diese Verbindung zwischen Weltoffenheit und Kirchenfrömmigkeit, Erneuerung und Kontinuität überzeugt auch Konservative und Zögerliche. Die Reformtheologie wird mehrheitsfähig. Die Franzosen sind eher aus der aktuellen Fragestellung der Zeit heraus inspiriert und wollen von daher Theologie neu denken. Die Deutschen eher aus bestimmten Traditionen heraus inspiriert, die dann sie dazu bringen, tatsächlich die Weite des Katholischen neu zu entdecken. Also zurück zu den Quellen. Und die Quellen des Katholischen sind deutlich weiter als das, was man im 19. Jahrhundert zum Beispiel unter katholisch empfunden und das auch propagiert hat. Was viele nicht glauben konnten, geschieht. Die vermeintlich so unwandelbare Kirche kommt in Bewegung. Die Presse trägt die Kunde in die Welt hinaus und befeuert die unterschiedlichsten Erwartungen. Die Euphorie wächst. Im Juni 1963 stirbt Papst Johannes der 23. Die Kirche hält den Atem an. Wie wird es mit dem Konzil weitergehen? Der neue Papst, Paul VI., ist der Nachfolger, den sich Johannes gewünscht hat. Der Richtige, um das Konzil erfolgreich zu Ende zu bringen. Erst jetzt fallen die Entscheidungen. Karl Rahner und Josef Ratzinger arbeiten Hand in Hand an den großen Lehrdokumenten über Wesen und Ursprung der Kirche. Hier ein Textentwurf für die Konstitution über die Quellen der Offenbarung. Beide tragen auch zur Konstitution Lumen Gentium bei.
Sie soll Auftrag und Gestalt der Kirche in der Vielfalt ihrer Ämter neu beschreiben. Die Theologen bewegt das gemeinsame Gefühl eines großen geistlichen Aufbruchs. Denn es ist ein Schema da und es wird ein Lehrdekret werden, das Horizonte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe öffnet und nicht Türen schließt. Es wird eine Lehre sein, in der die Kirche sich selbst sagt, dass sie gesendet ist, zu dienen, nicht zu herrschen. Dass sie nicht für sich, sondern für das Heil der Welt zu wirken und zu leiden berufen ist. Dezember 1965. Papst Paul VI. Schließt das Konzil. Die katholische Kirche verlässt die hohe Warte einer der Zeit entrückten Unangreifbarkeit und wagt sich in das offene Gespräch mit der Welt. Stärker als erwartet hat sich das Konzil zu einem theologischen Reformprojekt entwickelt. Einer seiner profiliertesten Vertreter ist Josef Ratzinger. Er ist noch keine 40 Jahre alt. Ich möchte zunächst die beiden Gesprächspartner vorstellen. Als evangelischen Theologen Professor Karl-Heinz Ratschow von der Universität Marburg, Professor für systematische Theologie, Religionsgeschichte und Religionsphilosophie auf dem Lehrstuhl von Rudolf Otto und Professor Josef Ratzinger, Professor für Dogmatik an der Universität Tübingen als katholischen Theologen. Professor Ratzinger ist vielen bekannt geworden als Experte auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, der maßgebend die Beschlüsse dieses Konzils mit beeinflusst hat. Ich möchte doch jetzt noch einmal diese Frage der christlichen Einheit stellen. Sind die Differenzpunkte solche, die ihrer Natur nach kirchentrennend wirken müssen? Ihre Frage ist natürlich sehr entscheidend. Sie ist uns, glaube ich, überhaupt erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil voll als eine diskutierbare Frage aufgegangen und deswegen schwer zu beantworten. Sie zeigt eigentlich nur, dass wir vorwärts gehen können und auch müssen. Ich würde so sagen, zunächst zwei rein faktische Hinweise. Man hat immerhin schon in Trient unterschieden zwischen dem, was für das Heil notwendig ist und zu dem, was zur Ordnung der Kirche notwendig ist und also einen Kanon der Gewichtigkeiten grundsätzlich anerkannt. Und nun das Ökumenismusdekret spricht ja ganz ausdrücklich von einer Hierarchie der Wahrheiten, also von einer Stufenordnung der Gewichtigkeiten, kraft deren nicht alles von gleicher Bedeutung ist. Ich glaube, in dem Maße, in dem wir diese beiden Tatbestände entdecken, dass die Dogmen auf die Einheit des Ganzen zurückzubeziehen und aus ihrer Punktualität zu erlösen sind und dass sie mit der Schrift zu lesen und auch in den neuen geschichtlichen Situationen zu verstehen sind, also selbst einen Weg gleichsam beinhalten, der sie auf ihre Ganzheit hin, vor allen Dingen auf die ursprüngliche Einheit öffnen soll, wird sich das Problem in der Form, in der es hergestellt worden ist, überholen und vielleicht dann eben doch eine Möglichkeit zeigen, die wir heute erst von Ferne sehen können, Dinge zu öffnen, die verschlossen scheinen und eine Einheit im Zentrum zu finden, ohne dass alle Formulierungen und die konkreten Auswirkungen davon nun jedem auferlegt werden müssten. Ja, da kann ich unmittelbar anschließen, nicht wahr? Denn das ist ja doch die Grundüberzeugung des Aufbruchs der Reformation im 16. Jahrhundert gewesen, dass die verschiedenen und sehr viel diskutierten Dogmen ihre Einheit haben mit dem einen biblischen Zeugnis. Andererseits ist es so, gerade auch unsere Unterhaltung heute Abend hat ja doch sehr deutlich gezeigt, da sind Unterschiede zwischen den verschiedenen Kirchentümern, die keineswegs etwa erledigt sind. Aber es ist allerdings so, dass dadurch, dass wir uns in dieser Weise unterhalten können, wie mir scheint, ein völlig neuer Boden betreten ist. Von diesem neuen Boden aus wollen fortschrittliche Theologen das Konzil weiterdenken und weiterschreiben. Karl Rahner, Johann Baptist Metz
Hans Küng und andere gründen die Zeitschrift Concilium. Anfangs beteiligt sich auch Josef Ratzinger, zieht sich aber bald zurück. Beim Katholikentag in Bamberg 1966 setzt er andere Akzente. Mit Erstaunen stellt Kardinal Döpfner bei Ratzinger konservative Streifen fest. Eine Weltzuwendung der Kirche, die ihre Abwendung vom Kreuz darstellen würde, könnte nicht zu einer Erneuerung der Kirche, sondern nur zu ihrem Ende führen. Der Sinn der Weltzuwendung der Kirche kann nicht sein, den Skandal des Kreuzes aufzuheben, sondern allein der, ihn in seiner ganzen Blöße wieder zugänglich zu machen, indem alle sekundären Skandale weggeräumt werden, die sich dazwischen geschaltet haben und leider oft genug die Torheit der Liebe Gottes mit der Torheit der Eigenliebe der Menschen verdecken und so freilich einen falschen Anstoß geben, der sich zu Unrecht hinter dem Anstoß des Meisters versteckt. Josef Ratzinger hat sehr früh wahrgenommen, dass die erhoffte Erneuerung, die durch das Konzil angestoßen werden sollte, so nicht eingetreten ist, wie man sich das erhofft hatte. Also das kann man an soziologischen Daten ablesen, also Ordensaustritte, Rückgang der Priesterberufung. Das hängt natürlich auch mit Parametern der gesellschaftlichen Transformationsprozesse zusammen. Und tatsächlich haben die beiden großen, entscheidenden Konzilien der alten Christenheit... Seit 1966 lehrt Ratzinger an der Universität Tübingen. Wie schon zuvor in Bonn und Münster haben seine Vorlesungen großen Zulauf. Vor allem, als er eine öffentlich zugängliche Einführung ins Christentum anbietet. Die Vorlesungen wurden in alle möglichen Hörsäle übertragen, also Fernsehen gab es noch nicht, aber per Funk. Und ich war sehr glücklich, dass ich Assistent war. Ich hatte damit einen reservierten Platz. Die Studenten saßen wo und standen, wo immer man also den Erdboden berühren konnte. Das hatte ein ungeheures Echo. Die Vorträge werden auf Tonband mitgeschnitten und abgetippt. So entsteht Josef Ratzingers Bestseller Einführung ins Christentum. In ihm findet das sensible Krisenbewusstsein des Autors literarisch und theologisch kunstvollen Ausdruck. In Anlehnung an Kierkegaard vergleicht er den Christen mit einem Clown, der die Menschen warnen will, als im Zirkus Feuer ausbricht und nur Gelächter erntet. Er spürt die bedrängende Macht des Unglaubens und verteidigt die Vernunft des Glaubens. Ratzinger sagt, hier ist eigentlich die Plattform, wo wir uns in einer säkularen Gesellschaft verständigen sollen. Die Sinnpotenziale des Gläubigen im Horizont des vielleicht nicht Glaubenkönnenden so buchstabieren, dass vielleicht da ein produktiver Austausch zustande kommt. Und das sind eigentlich die starken bis heute weiterzuschreibenden Impulse, die der frühe Ratzinger der Gegenwartstheologie ins Stammbuch geschrieben hat. Hans Küng hatte Ratzinger darin bestärkt, zu ihm nach Tübingen zu wechseln. Als die Teenager-Theologen des Konzils pflegten beide ein gutes Verhältnis. Jetzt trennen sich ihre Wege. Küng versteht das Konzil als Paradigmenwechsel vom Mittelalter zur Neuzeit. Ratzinger will den überlieferten Schatz des Glaubens in der Gegenwart verständlich machen. Das Jahr 1968. Tübingen wird zu einer Hochburg der Studentenrevolte. Die bewusste Durchbrechung dieser etablierten Spielregeln durch uns sein musste. Es geht um das Für und Wider, das Ob und die Art und Weise eines Streiks gegen die Notstandsgesetze. Alles, was sich auf Autorität und Tradition beruft, wird als Muff von 1000 Jahren radikal in Frage gestellt. Unruhige Zeiten auch in der Kirche. 1968 verurteilt der Papst den Gebrauch der Pille. Ein Sturm der Entrüstung geht durch den deutschen Katholizismus. Linke Basisgruppen fordern die Abschaffung des Zölibats und eine Demokratisierung der Kirche. Als Durchbruch eines totalitären Atheismus empfindet Josef Ratzinger diese Ereignisse. Er ist erschüttert. Für mich gleicht er dem heiligen Franziskus.
Und Franziskus, dieser schwache Mann, hält die Kirche. Und das ist mir immer ein Bild gewesen, wie Ratzinger sich gefühlt hat. Ich muss jetzt die Kirche retten mit dem mehr oder weniger zugrunde liegenden Tenor. Ich bin ja auch ein bisschen mit Schuld, dass die Säulen wackeln. Wir haben kühn und siegessicher die Tür einer vergangenen Epoche zugemauert und was dahinter lag als aufgelöst und verschwunden erklärt. Aber inzwischen haben wir gemerkt, dass hinter den verschlossenen Türen auch solches steckt, das unverloren bleiben muss, wenn wir nicht unsere Seele verlieren wollen. Er verlässt Tübingen und wechselt nach Regensburg. Daheim in Bayern findet er Zuflucht. Ratzinger eben sah da eine wirkliche Bedrohung und einen Dammbruch, nicht nur für die Theologie, sondern, was ihm viel mehr am Herzen liegt, für die Frömmigkeit. Er hat ja dann immer viel geredet von dem Schutz des einfachen Mannes, der einfachen Leute, der kleinen Leute. Die sah er bedroht. Das Bauernland zwischen Inn und Salzach. Die Heimat Josef Ratzingers. In ihrem Herzen der Marienwallfahrtsort Altötting. Über eine Heiratsanzeige im Altöttinger Liebfrauenboten lernen sich der Gendarm Josef Ratzinger und die Köchin Maria Rieger kennen. Sie ist Ende 30, er schon Mitte 40. In Martel am Inn kommt 1927 der kleine Josef zur Welt. Die älteren Geschwister Maria und Georg. Der Vater wird häufig versetzt. Die Kinder können nirgends Wurzeln schlagen, nur in der eigenen Familie. Josef ist ein begabtes Kind. Obwohl wenig Geld da ist, dürfen beide Söhne aufs Gymnasium in Traunstein. Während Georg gut mit dem Internat zurechtkommt, sehnt sich Josef zurück ins Elternhaus mit dem Garten am Waldrand. Auf die Frage, wie er sich das Paradies vorstelle, wird der spätere Papst einmal antworten: So wie meine Kindheit. Die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Vater Ratzinger, konservativ und eigensinnig, lehnt sie als Neuheidentum ab. Doch der Sohn muss zur Pflicht, HJ, wird als Flakhelfer und beim Reichsarbeitsdienst eingesetzt, schließlich zur Wehrmacht eingezogen. Es sind die letzten Monate des Krieges. Nach Hitlers Tod entfernt sich Josef Ratzinger von der Truppe und geht nach Hause. Bald danach erreichen die Amerikaner Traunstein. Einige Wochen verbringt er in Kriegsgefangenschaft auf freiem Feld. Dann ist der Spuk endgültig vorbei. Das Land liegt in Trümmern. Doch die Freiheit des Geistes kehrt zurück. An der Universität München beginnt Josef Ratzinger das Studium der Theologie. Gemeinsam mit seinem Bruder tritt er ins Priesterseminar ein. Im Juni 1951 erhält er im Dom zu Freising das Sakrament der Priesterweihe. Er ist 24 Jahre alt. Ein Jahr später erwirbt er den Doktorgrad mit einer Arbeit über den Kirchenbegriff des heiligen Augustinus. Seine Münchner Lehrer haben ihm die modernen Strömungen der Theologie vermittelt, in deutlicher Distanz zur römischen Neuscholastik. Die Arbeit setzt Maßstäbe. Ratzinger gilt als theologisches Wunderkind. In seiner Habilitation über den Begriff der Offenbarung bei Bonaventura wagt er selbstbewusste Urteile. Während sein Doktorvater begeistert ist, bekundet der Zweitgutachter, er werde die Arbeit wegen modernistischer Tendenzen ablehnen müssen. Allein der Kunstgriff, sie zu kürzen und nur den Schlussteil einzureichen, rettet die Habilitation und bewahrt Ratzinger davor, als Pfarrer in der Provinz zu enden.
Nach 10 turbulenten Jahren mit den Stationen Bonn, Münster und Tübingen kehrt er als Star-Theologe 1969 nach Bayern zurück. In Regensburg wird er schnell heimisch. An der neu gegründeten Universität kann er ungestört forschen und seinen internationalen Doktorandenkreis ausbauen. Liebe Freunde, ich darf Sie dann zu diesem sommerlichen Kolloquium herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir in einer so großen Zahl beieinander sein können. Ratzinger ist eigentlich nie was anderes gewesen und geworden als Professor. Es gibt ja dieses, nicht von ungefähr, dieses Wort von Professor Dr. Papst. Also Ratzinger ist eigentlich Professor. Und der wäre sicher viel glücklicher geworden, wenn es hätte bleiben dürfen. Es waren stürmische Zeiten und die Kirche spürte Gegenwind. Papst Paul VI. Hatte das Konzil mit kluger Hand zu einem guten Ende gebracht. Danach zerrieb er sich an den gegensätzlichen Erwartungen. Nun war er müde und voller Zweifel. Das Papsttum, so schien es, hatte sich überlebt und ging einer düsteren Zukunft entgegen. 1976 erleidet Kardinal Döpfner mit 62 Jahren einen tödlichen Herzinfarkt. Der Papst nimmt Josef Ratzinger in die Pflicht. Er wird Döpfners Nachfolger als Erzbischof von München und Freising. Bist du bereit, wie dem Nachfolger des Apostels Petrus in Gehorsam und Treue verbunden zu bleiben? Ich bin bereit. Er ist nicht ein Manager, ein Chef von eigenen Gnaden, sondern der Beauftragte des anderen, für den er eintritt. Und er kann deshalb auch nicht beliebig seine Meinungen wechseln, einmal für jenes eintreten, einmal für dies, je nachdem, wie es gerade günstig erscheint. Er ist auch nicht dazu da, seine Privatideen auszubreiten, sondern er ist ein Gesandter, der eine Botschaft auszurichten hat, die größer ist als er. Auch als Bischof sieht er sich vor allem als Lehrer und Verkünder des Glaubens in einer Zeit, in der es nicht leicht ist, Christ zu sein. Ich glaube in der Tat, dass wenn man mit reiner Theorie sich in den Glauben hineinzubeweisen versucht, man an kein Ziel kommt. Alle wesentlichen Dinge unseres Lebens erkennen wir ja nur in einem Wechselspiel zwischen Tun und Denken, zwischen einer lebendigen Erfahrung und dem, was wir daraus lernen. Das heißt, wenn man sich der Erfahrung überhaupt verweigert und gar nicht anfängt, kann auch die Einsicht nicht aufgehen. Und so wäre wirklich eigentlich mein Vorschlag, wie komme ich in den Glauben, wie komme ich in diese Sinnmöglichkeit hinein, gerade diese, dass man anfängt, so zu tun, als gäbe es diesen Sinn. Und sozusagen mit diesem Muster probiert, dann wird man neue Erfahrungen machen. Man wird sehen, wie damit größere Möglichkeiten aufgehen, wie das Leben wertvoller, reicher wird, wie auch sich bewährt, was man auf solche Weise versucht. Und das heißt, durch das Experiment der Erfahrung wird sich zeigen, dass der Wahrheit dahinter steht. Als Christ die Wahrheit zu bezeugen, in Lateinamerika kann das tödlich enden. Die Kirche muss deutlich machen, wo sie steht, an der Seite der Armen und Unterdrückten. Linke Basisgemeinden entstehen. Ihren autoritätskritischen Diskurs greifen Theologen in Europa begeistert auf, so der Rahner Schüler Johann Baptist Metz. Gewiss, diese Reformation, meine lieben Brüder und Schwestern, käme weder aus Wittenberg noch aus Rom. Sie käme überhaupt nicht aus dem christlich-abendländischen Europa über uns, sondern eben aus jenem schwach entwickelten, in Ansätzen sich abzeichnenden Befreiungschristentum der armen Kirchen dieser Welt. Johann Baptist Metz ist Wortführer der politischen Theologie, die ihren Platz im Umfeld der neuen Linken sieht. Als er von Münster nach München berufen werden soll, legt Erzbischof Ratzinger sein Veto ein.
Im Verein mit der bayerischen Staatsregierung verhindert er den Wechsel. Das revolutionäre Pathos des wortgewaltigen Metz, die Politisierung der Theologie schlechthin, ist ihm ein Dorn im Auge. Diese Skepsis gegenüber der Welt, eher die Tendenz, Kirche aus der Welt herauszuhalten, von der Welt reinzuhalten, das finden Sie bei ihm im Prinzip schon seit der Promotion über Augustinus. Dieser Dualismus zwischen Welt und Kirche, und er hält sich eigentlich durch, wird dann immer deutlicher im Laufe der, also Ende der 60er Jahre und dann in den 70er Jahren. Die 70er Jahre. Für Italien eine bleierne Zeit. Streiks und Inflation lähmen die Wirtschaft. Die Politik wird zersetzt durch Korruption, Mafia, Terror und geheime Logen. Die Roten Brigaden entführen den Christdemokraten Aldo Moro, der für einen historischen Kompromiss mit den Eurokommunisten plädiert. Papst Paul VI., ein enger Freund Moros, bietet sich im Tausch als Geisel an. Vergeblich. Moro wird ermordet aufgefunden. Der Papst ist tief getroffen. Seit Jahren fühlt er sich fremd und einsam auf der Welt, als Zauderer gescholten, als Pillen-Paul verhöhnt. Im August 1978 versagt sein Herz. Zum ersten Mal nach dem Konzil kommen die Kardinäle nach Rom, um einen neuen Papst zu wählen. Unter ihnen auch Erzbischof Ratzinger aus München. Die Kardinalswürde hat ihm Paul VI. Im Jahr zuvor verliehen. Ich würde sagen, er war in der Tat ein moderner Mensch, insofern er sehr differenziert die Problematik dieser Zeit gedacht und gelitten hat und sozusagen die ganze Kompliziertheit unseres modernen Lebens sehr bewusst erfahren hat. 111 Kardinäle, so viele wie noch nie, kommen im Konklave zusammen. Jetzt gilt es, den Geist der Stunde zu erkennen. Was braucht die Kirche? Wer hat das Zeug zum Papst? Der Arbeitersohn Albino Luciani soll der Kirche Zuversicht geben. Sein offenes Lächeln verbindet sich mit konservativer Gesinnung. Er wählt einen Doppelnamen, Johannes Paul. Der Begeisterung folgt 33 Tage später ein Schock. Der neue Papst liegt tot in seiner Wohnung. Wieder kommen die Kardinäle im Konklave zusammen. Diesmal wagen sie den kühnen Schritt. Zum ersten Mal seit vielen hundert Jahren wählen sie keinen Italiener zum Papst. Stattdessen setzen sie auf einen Mann, der aus dem kommunistischen Ostblock kommt. Die Glocken der Peterskirche verkünden die Sensation. Habemus Papam! Der Pole Karol Wojtyła ist ein Papst nach dem Herzen Josef Ratzingers. Einer, der sich nicht den Maßstäben der Welt unterwirft, sondern Sauerteig sein will. . 1980. Johannes Paul II., der pilgernde Papst, besucht Deutschland. Zum Abschluss der Reise landet er mit dem Hubschrauber in Altötting auf bayerischem Boden. So, Christoph, meine Vater, willkommen. Ja, ja. In Bayern. Im katholischen Land. Ja. In Bayern. Und da ist der Erzbischof, der zuerst hergehört. Ja. Sie sehen, das Abendrot steigt auf. Ja. Die Sonne bereitet sich vor. Die Sonne bereitet sich. Es war schon etwa heute. Ja, aber. In
Sie hat eigens gewartet, bis Sie kommen. Ja, das ist ein optimistischer Kardinal. Nein, wir kennen das, die Madonna für Altötting tun. Schön. Der erste Weg führt zur schwarzen Madonna von Altötting. Hier ist Josef Ratzinger daheim. Doch der Papst will ihn unbedingt nach Rom holen. 1981 beruft er ihn an die Spitze der römischen Glaubenskongregation. Nach nur 4 Jahren ist seine Zeit als Bischof zu Ende. Als Erzbischof in München hat er, glaube ich, für nachdenkliche Leute keinen besonders guten Eindruck hinterlassen, weil man halt gemerkt hat, eigentlich soll er hier Hirte sein und auch verwalten und eine Riesendiözese. Und da hat er irgendwie nicht dazu gepasst. Ich kann mich erinnern, schwach erinnern, dass ich dachte, aha, jetzt kommt er nach Rom, Glaubenskongregation, das passt viel besser zu ihm als Nachdenker, viel besser denn als Hirte für diese Riesendiözese. So musst halt jetzt dein Bündel schneiden. Bestimmt wird's dir in Rom auch gefallen. Du gehst ja nicht in die Fremden aus. In der Stadt kennst du ja schon aus. Die schöne Rom tut jeder loben. Vielleicht gefällt's dir mehr noch wie herum. 7 Hügel hast du dort vor der Tür. Wir haben einen Nockerberg dafür. Da schingen uns bei der Starkbier ein. Und drum kriegst du einen Frischkatiwein. Dazu Spaghetti, Cannelloni. Doch wenn's dir drunten noch so gefällt, vergiss uns nicht und besuch uns bald. Wenn's manchmal kommst von Zeit zu Zeit, dann machst du uns die höchste Freude. Sag unserem Papst, wenn's geht, einen Gruß und dass er wieder kommen muss. Für Gott und alles Gute heut. Arrivederci und bis bald. Von der Wohnung an der nördlichen Seite des Petersplatzes ins Büro an der südlichen. 23 Jahre lang wird Josef Ratzinger täglich diesen Weg gehen und im Auftrag des Papstes entscheiden, was in der katholischen Kirche rechtgläubig ist und was nicht. Wie würden Sie denn Ihr Amt beschreiben? Ist das ein mehr überwachendes oder ein mehr führendes? Da schwebt ein großes Mysterium über diesem Gebäude. Nun, es hat viele Komponenten, nicht? Es ist natürlich auch ein solches, das versucht, die Strömungen zu begleiten, dabei auch schwierige auszumachen und dort irgendwo zu bremsen, aber auch zu ermutigen, vor allen Dingen irgendwie zueinanderhalten, würde ich sagen, ist die wichtigste Aufgabe, denn man sieht ja, wie die ganze Welt heute auseinanderstrebt in einer derart plural gewordenen Welt. Über 800 Millionen zusammenhalten ist eine Grundaufgabe, ich glaube auch ein Dienst an der Menschheit, sodass ich mit Zusammenhalten das Eigentliche ausdrücken würde. Die Kirche zusammenhalten in einer Welt, die auseinanderstrebt. Krasse soziale Unterschiede prägen die Wirklichkeit Lateinamerikas. Hier ist nach dem Konzil die Theologie der Befreiung entstanden. Sie begehrt auf gegen die Verstrickung der Kirche in das Herrschaftssystem der Grundbesitzer und Militärs. Ein radikaler Flügel verbündet sich mit der marxistischen Linken, predigt den bewaffneten Aufstand. 1984 übt Kardinal Ratzinger scharfe Kritik an der Befreiungstheologie. Viele Bischöfe, selbst im Vatikan, finden, die Verurteilung gehe zu weit. Wie wird die Diskussion mit der Befreiungstheologie weitergehen? Gibt es Teile davon, die zu diskutieren sind? Fragen Sie den Kardinal Ratzinger. Aber ich glaube, dass das schon etwas gemacht ist. Das ist gemacht, dass die Theologie der Liberation ist nötig auch, kann nicht sein. Ja. Von anderer Seite aber muss man sie von allen diesen Elementen, die theologisch und christlich nicht akzeptabel sind, soll man diese Theologie der Befreiung befreien. 1986 publiziert die Glaubenskongregation ein zweites Dokument. Das neue Papier beschreibt die Befreiungstheologie positiver und differenzierter als das erste. Es würdigt das Streben nach Freiheit als christliche Aufgabe.
Wäre es eigentlich nicht besser gewesen, das, was im zweiten Dokument steht, schon im ersten mitzubehandeln? Das kann man ja nach immer fragen, aber es schien uns drängend, überhaupt die Thematik anzufangen. Und erst der Anfang hat dann eigentlich auch die Fortsetzung so provoziert, sodass ich glaube, dass ein Anfang zwar immer sozusagen eine Fortsetzung erheischt, aber eben auch als Anfang seinen Wert behält. Aber manche Missverständnisse und Polemiken hätte man vielleicht vermeiden können. Das ist richtig, man könnte es immer besser machen, als man es gemacht hat. Also ich glaube, er hat das diplomatisch nicht richtig angepackt, weil er eben auch kein Diplomat ist. Er wollte sich intellektuell damit auseinandersetzen, aber unterm Strich kam raus, die ganze Befreiungstheologie ist fragwürdig. Zusammenhalten, was auseinanderstrebt. Nicht nur in Lateinamerika wollen die Theologen nicht so, wie Rom es gern hätte. Visite der deutschen Bischöfe beim Papst 1989. Ihr Sprecher, der Mainzer Bischof Lehmann, hat eine ganze Liste von Problemen im Gepäck. Denn Rom ist dabei, die Grenzen der Freiheit für Bischöfe, Laien und Theologieprofessoren deutlich enger zu ziehen. Freiheit der Forschung bedeutet ja Freiheit von äußeren wissenschaftsfremden Zwängen. Bedeutet nicht, dass ein Professor, sagen wir, beliebig herumdenken kann, sondern er ist an die inneren Forderungen des Faches, seine Methode, den Gegenstand selbst gebunden. Und wenn nun ein Theologieprofessor katholische Theologie bedenkt, so gehört ja dieses, dass er einen Glauben bedenkt, den er nicht erfunden hat, zum Wesen seines Faches. Und insofern gehört dort eben auch dazu, dass dieser Glaube sozusagen eine Stimme hat in der Kirche. Bei der Besetzung des Kölner Bischofsstuhls ändert der Papst während des laufenden Verfahrens die Regeln. 160 deutsche Theologen protestieren in der Kölner Erklärung gegen den römischen Kurs. Auch viele Nichtdeutsche schließen sich an. Das heißt, dass eine gewisse, übrigens in der Natur der Sache bis zu einem Teil liegende Spannung und auch eine gewisse Vertrauenskrise zwischen einem Teil der Theologen, nicht nur in Deutschland, aber sehr deutlich auch in Deutschland, und dem päpstlichen Lehramt besteht. Ich bin überzeugt, dass man in Rom nach all diesen Vorgängen sehr sensibel ist. Das spüre ich hier. Und ich bin überzeugt, dass wenn es einfach so ist, dass alle sich genau an die Vereinbarungen halten, an unsere Konkordate, und das so läuft, dann gibt es gewiss keinen Ärger. Einig wirken sie nicht, die beiden Meistertheologen Ratzinger und Lehmann. Und Ärger mit unbotmäßigen Professoren sollte es auch weiterhin geben. Die Kölner Erklärung gilt im Vatikan fortan als eine Art schwarze Liste der europäischen Theologie. Von dieser Seite her hat er sich ja dann auch an den Unterzeichnern der Kölner Erklärung ziemlich ja gerecht. Die wurden ja nichts mehr. Die durften ja nicht mehr berufen werden und die waren also zunächst einmal ausgeschaltet. Aus der Sicht Ratzingers oder der anderen Seite war das ja konsequent, weil ja wiederum die Gefahr bestand, durch solche Aufmüpfigkeit könnte der Friede oder könnte das mühsam, wenn schon ausgehandelte Neue vom Konzil wieder gestört werden. Also wenn schon Konzil, jetzt ist Schluss. Schon längst viel zu weit geht die Veränderung in der Kirche den Traditionalisten um Erzbischof Lefebvre. Sie interpretieren die Texte des Konzils als Verrat an der ewigen und unwandelbaren katholischen Lehre. 1988 soll Kardinal Ratzinger den Bruch der Konzilsgegner mit Rom verhindern. Das mühsam verhandelte Abkommen nimmt Lefebvre am Tag nach der Unterzeichnung wieder zurück. Ohne Erlaubnis des Papstes weiht er 4 Kandidaten seiner Pius-Bruderschaft zu Bischöfen. So provoziert er das Schisma. Die Exkommunikation, die auf den Akt der Kirchenspaltung zwingend folgt, nimmt er in Kauf. Für Kardinal Ratzinger eine furchtbare Niederlage. Warum ist ihm diese Abwehr einer Hermeneutik des Bruchs so wichtig? Deshalb, weil
die Extreme sich in dieser Lesart des Bruchs berührt haben. Sowohl Lefebvre hat das Konzil als eine Zäsur, als einen Bruch verstanden und abgelehnt, als auch progressive Theologen wie Hans Küng, die von einem völligen Bruch mit der mittelalterlichen, gegenreformatorischen Gestalt von Kirche gesprochen haben. Und diese Lesarten hat Ratzinger meines Erachtens zu Recht als Unterkomplex ja letztlich falsch abgewiesen, weil die Konzilstexte selbst hinreichende Signale bieten, wo einerseits die Kontinuität ja, mit Schrift, Tradition, aber auch den Vorgängerkonzilien markiert wird, andererseits aber gerade in Richtung Ökumene, interreligiösen Dialog, Religionsfreiheit dann auch elementare Fortschreibungen vorgenommen wurden, die man eben auch gegenüber der Piusbruderschaft ganz entschieden verteidigen muss. Der Streit um die Lesart des Konzils beschäftigt die deutschen Katholiken weiter. Und auch die bohrende Frage, was Josef Ratzinger zum Seitenwechsel bewogen haben mag. Man hat damals gesagt, Sie seien auf der progressiven Seite gewesen. War das richtig? Ja, wenn man es so ausdrücken will, kann man schon sagen, das war ja auch das Konzil, die Aufgabe des Konzils, Türen zu öffnen. Natürlich immer in der Kontinuität des katholischen Glaubens, der aber weiträumig ist und die Reichtümer und Möglichkeiten aller Zeiten aufgreifen kann. Und da aus einem etwas erstarrten theologischen Systemtyp herauszutreten und den ganzen Reichtum der Tradition zu aktivieren und dadurch zugleich neue Begegnungen mit der Gegenwart zu ermöglichen, das sah ich als eine Aufgabe an und im Prinzip tue ich das immer noch. Braucht es, um eine neue geistige Erneuerung in der Kirche herbeizuführen, vielleicht zum Beispiel ein drittes Vatikanisches Konzil? Ein drittes Vatikanum, würde ich sagen, ist jetzt noch nicht der richtige Augenblick. Ein Konzil bringt ja eine Ernte ein und kann nicht von sich aus, da würde man einfach Beratungen und Beschlüsse überschätzen, etwas schaffen, was nicht aus sich da ist. Das Vatikanum II war möglich, weil in den großen Bewegungen, die zwischen den Weltkriegen entstanden waren und hernach sich fortsetzten, wirklich eine geistige Ernte gewachsen war. Und insofern würde ich sagen, sollte jetzt der lebendige Aufbruch von unten ermutigt werden und wenn er weiter wächst, wird im richtigen Augenblick auch dann die Ernte eingebracht werden können. Ratzinger sah die Lage des Glaubens in Europa skeptisch. Das nahm man ihm übel, gerade weil er vielfach Recht behielt. Mit großen Sympathien konnte er ohnehin nicht rechnen. Seine Rolle war die des Glaubenswächters, gegen den es keine Berufung gibt. Die Freidenker, die Wagemutigen, das waren stets die anderen. Ratzinger bestritt, sich verändert zu haben. Die Zeit, die Welt, die Gesellschaft habe sich verändert und dadurch sein Verhältnis zu ihr. Er wollte sich erklären, wie hier im Gespräch mit August Everding. Gott, Herr Everding, freut mich, Sie zu sehen. Freue mich auch, bin geehrt. Eminenz, nach dem Konzil gab es doch so etwas wie eine Kulturrevolution. Nicht wie die chinesische, aber so etwas, was die Liturgie angeht. Da waren doch eigentlich Dinge im Gange, die mir nicht so gefallen haben. Ja, das kann man schon sagen. Es fiel natürlich zusammen mit diesem Generationenumbruch der 68er Jahre. Und die Kirche lebt ja nicht auf einem anderen Planeten. Sie besteht aus den gleichen Menschen, wie die Gesellschaft auch ausmachen. Und so sind natürlich beide Dinge irgendwie ineinander gegangen. Es war nicht schwer, sozusagen ein Missverständnis der Liturgiekonstitution zu entwickeln, als ob nun alles anders werden müsste, als ob sozusagen die große Kultur, die darin lebt, nur noch eine Last sei, von der man sich befreien muss. Insofern hat die Kulturrevolution natürlich auch mitten in der liturgischen Entwicklung zugeschlagen, als eine Form eines Missverständnisses dessen, was Erneuerung sein sollte. Es sollte ja nur die Gläubigen näher bringen an das Geschehen, aber hat es sie näher gebracht? Ich glaube nicht. Man hat nämlich eben zu sehr nur noch an Versammlung, nicht mehr an Sammlung gedacht. Und näher kommt man sich eigentlich nur, wenn man gesammelt ist, weil man dann in die Mitte geht, in der man sich berührt und sich aufeinander trifft. Wenn die äußeren Elemente so sehr überwiegen, das Mitmachen, jeder muss etwas tun, jeder muss eine Rolle haben, dann gerade bleibt man im Äußeren stecken und dieses innere Zueinanderkommen, das durch die Bewegung des gemeinsamen Glaubens stattfindet, das fällt dann eigentlich aus.
Der Geist der Liturgie. Bedürfen wir noch des heiligen Raums, der heiligen Zeit, der vermittelnden Symbole? Ja, sagt Josef Ratzinger, gerade damit wir durch das Bild, durch das Zeichen lernen, den offenen Himmel zu sehen. Sie wissen, Pasolini hat einmal gefordert, die Kirche müsste eigentlich in die Opposition gehen. Stimmt das? Ich würde es nicht so apodiktisch sagen, nicht? Weil es gibt auch vieles, wo die Kirche zustimmen soll. Sie muss nicht einfach aus Grundsatz dagegen sein, sondern sie muss unterscheiden. Und es gibt auch in der modernen Gesellschaft ganz vieles, dem wir zustimmen können, wo wir nicht einfach uns festlegen sollen, wir sind auf der Oppositionsbank. Aber Recht hat er darin, dass jede Gesellschaft versucht ist, sich in Lebensformen einzuhausen, die dann irgendwo ungerecht und unmenschlich werden und dass daher Opposition immer nötig ist. In diesem Sinn muss die Kirche wirklich immer den Mut haben, auch gegen das, was gerade herrschend ist und was alle für richtig ansehen, in Opposition zu gehen. Nicht unkritisch, es gibt eben auch vieles Gute immer wieder, aber der Mut zur Opposition, gerade in besonders geläufigen Dingen, der muss da sein. Streitpunkt Schwangerschaftsberatung. In der grundsätzlichen Ablehnung der Abtreibung sind sich Rom und die deutschen Bischöfe einig, nicht aber in der Haltung zur staatlichen Konfliktberatung. Fast alle Bischöfe wollen im System bleiben. Nur so könne man die Frauen in Not erreichen. Kardinal Ratzinger will den Ausstieg um der Eindeutigkeit des kirchlichen Zeugnisses willen. Er setzt sich beim Papst durch. Die Bischöfe müssen aussteigen, ob sie wollen oder nicht. Das Machtwort aus Rom hinterlässt tiefe Narben. Als Theatermann darf ich das fragen. Was ist für Sie eigentlich das Drama unserer Geschichte? Tja, das ist schwer zu sagen. Aber das Drama ist, dass der Mensch immer wieder ein Versagender ist. Eben, dass er leichter böse sein kann als gut, dem Anschein nach. Und dass infolgedessen dieses Drama immer wieder vor Zusammenbrüchen steht, wo man das Gefühl hat, es geht eigentlich gar nicht mehr weiter und dann doch irgendwie sich wieder weiter bewegen kann. Augsburg 1999. Nach 450 Jahren legen Katholiken und Lutheraner ihren Streit über die Rechtfertigungslehre bei. Er hatte einst zur Kirchentrennung geführt. Josef Ratzinger hat entscheidend mitgeholfen, das Unternehmen zu retten, als es auf der Kippe stand. Doch die ökumenische Hochstimmung dauert nur wenige Monate. Dann veröffentlicht die Glaubenskongregation die Erklärung Dominus Jesus. Darin wird die evangelische Kirche nicht als Kirche im vollen Sinne anerkannt. Eine kalte Dusche für die Ökumene. Wie reagieren Sie auf den Satz von Professor Küng, wenn der sagt, Herr Ratzinger vertritt mit moderner Terminologie ganz mittelalterliche Positionen. Stimmt das? Man muss halt fragen, was ist mittelalterlich, ja, nicht wahr? Also ich sehe das Mittelalter nicht so finster, wie vielleicht, ich weiß es nicht, Küng es ansieht. Aber vor allen Dingen, ich bin der Meinung, dass wir als Katholiken ja einen Glauben haben, der sich entfaltet, aber der mit dem Glauben Israels beginnt, der seinen eigentlichen Kristallisationspunkt im Glauben des Neuen Testamentes hat und den alle Generationen auf ihre Weise auszusagen versuchten. Da ist die Kontinuität der Generationen wichtig, vor allem die Kontinuität im Wesentlichen. Ich hoffe, das Gleiche zu glauben wie der heilige Paulus. Mal feinsinniger Intellektueller, mal Panzerkardinal. Josef Ratzinger gibt weiter Rätsel auf. An der Schwelle zum neuen Jahrtausend meldet er sich energisch zu Wort, mit Vorträgen, Büchern und Artikeln. Er bringt ein schwieriges Thema neu ins Gespräch, die Wahrheitsfrage. Entschieden wendet er sich gegen die pluralistische Theologie, die alle Religionen als gleichwertig ansieht und den Wahrheitsanspruch des Christentums zurücknimmt.
dass das Christentum in die Krise gerät, wenn das alles nicht wahr ist, sondern es nur irgendwelche uralten Symbole sind. Das ist, denke ich, offenkundig, denn wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr annehmen darf, dass wirklich der eine Gott gesprochen hat, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er durch die Kirche mir gegenwärtig wird, na ja, dann kann ich mir aus dem Kramladen der Ideologien auch da ein paar Versatzstücke heraussuchen, aber ich kann nicht mehr Christ sein, denn die Überzeugung fehlt dann. Wahrheit ist durch Gewohnheit ersetzt und Gewohnheit kann sich auch ändern oder soll sich vielleicht sogar ändern. Insofern, glaube ich, ist die Frage wirklich, dürfen wir daran festhalten, dass sich uns Menschen Wahrheit gezeigt hat, dass sich der wahre Gott berührbar gezeigt hat, oder müssen wir das aufgeben und dann wird aber alles anders, nicht? Aus dem Präfektenbüro im Palazzo Sant'Uffizio wird wieder eine Gelehrtenstube. Aus dem römischen Großinquisitor ein von den Feuilletons gefeierter Großkritiker der Moderne. Der Kurienkardinal führt mit atheistischen Intellektuellen wie Paolo Flores d'Arcais Debatten über das Verhältnis von Vernunft und Glaube. Wie lässt sich verhindern, dass die Moderne entgleist? Ein aufsehenerregendes Gespräch 2004 mit dem Philosophen Jürgen Habermas bringt überraschende Gemeinsamkeiten. In der Diskussion zwischen Habermas und Ratzinger wurden zwei Dinge besonders deutlich. Einmal die Position von Habermas, der einfordert tatsächlich, dass ein säkularer Staat Religion als Ressource ernst nehmen muss. Und die Antwort Ratzinger, die darin besteht, auch das kritische Potenzial von Religion deutlich zu machen. Und dann gibt es sozusagen innerhalb dieses Gespräches eine Rückfrage an die Position Ratzingers, nämlich inwieweit dieses sich Einlassen auf die Forderungen eines säkularen Staats, den Diskurs eines säkularen Staats, also den vielfältigen Positionen, inwieweit das auch wieder zurückwirkt auf die Position der Kirche. Also dieses sich inkulturieren, sich auseinandersetzen, inwieweit das auch die Position von Kirche ja in einem doppelten Sinne relativiert. Josef Ratzinger sucht das Gespräch mit der säkularen Vernunft. Zugleich sagt er, Dialog ist nicht ziellose Unterhaltung, sondern zielt auf Überzeugung, auf Wahrheitsfindung. Sonst ist er wertlos. Hier ist die umstrittene Formel von der Diktatur des Relativismus zu erwähnen, die anzeigt, dass die Wahrheitsmüdigkeit der westlichen Gesellschaften von einem latenten Dogma geleitet ist, einem antidogmatischen Dogma, wenn Sie so wollen, nämlich der Wahrheit, dass es bitteschön keine Wahrheit zu geben hat. Und hier sagt Ratzinger, nein, dem können wir uns nicht anschließen. Wir können uns der postmodernen, schwachen Vernunft nicht einfach anschließen, weil wir eine Stärke zu tradieren haben, nämlich, dass uns die Wahrheit in Jesus Christus geoffenbart worden ist. Das heißt auch, Wahrheit ist nicht etwas, was wir haben. Gegenüber Julia Kristeva muss Papst Benedikt mal gesagt haben, nicht wir haben die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat uns. Und weil die Wahrheit uns ergriffen hat, müssen wir versuchen, sie zu bezeugen. Und wir dürfen nicht einfach in einer falschen Anbiederung an postmoderne Philosophiekonstellationen von diesem sperrigen Erbe ablassen. Er wollte die Kirche über die Schwelle ins dritte Jahrtausend führen. Johannes Paul II., der Titan auf dem Stuhl Petri, ist am Ziel. In den Jahren seines Pontifikats hat sich die Christenheit verändert. Während Europa sich seiner religiösen Tradition immer mehr entfremdet, blühen die jungen und armen Kirchen des Südens auf. Die Ära Wojtyła neigt sich dem Ende zu. Wird der nächste Papst von der Südhalbkugel kommen? Seit über zwei Jahrzehnten steht Josef Ratzinger als engster Vertrauter an der Seite des Papstes. Alle Dokumente gehen durch seine Hände. Die Belastung zehrt an ihm. Herr Kardinal, nun hat man erfahren, dass Sie im Amt des Präfekten der Glaubenskongregation verbleiben werden? Ja, in der Tat, der Heilige Vater ist meiner Rücktrittsbitte zuvorgekommen und hat gesagt, ich soll den Brief gar nicht erst schreiben, sondern er möchte, dass ich weitermache. Was will ich da schon sagen? Das heißt, Ihre Bücher, die Sie schreiben möchten, müssen noch... Immer noch ungeschrieben, ja. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich eigentlich noch Bücher schreiben möchte. Er hat gesagt, na ja, das muss man so lassen. Vor
Vor den Augen der Welt geht Johannes Paul II. Seinen Weg zu Ende. Sein öffentliches Siechtum und Sterben, eine stumme Predigt über die Würde des Menschseins. Hunderttausende machen sich auf den Weg, um von Karol Wojtyła Abschied zu nehmen. Als Dekan des Kardinalskollegiums leitet Josef Ratzinger die Beisetzungsfeier. Wir können sicher sein, dass unser geliebter Papst jetzt am Fenster des Hauses des Vaters steht, uns sieht und uns segnet. Ja, segne uns, heiliger Vater. Wir vertrauen deine liebe Seele der Mutter Gottes, deiner Mutter an, die dich jeden Tag geführt hat und dich jetzt führen wird in die ewige Herrlichkeit ihres Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Amen. Amen. Ein Kardinaldekan hat in der papstlosen Zeit wichtige Funktionen, als erster untergleichen. Josef Ratzinger erledigt die Aufgabe mit einer Souveränität, die die formale Bedeutung seines Amtes sprengt. Ich glaube, dass er bis zuletzt, bis in die Tage, wo Johannes Paul begraben wurde, nicht damit gerechnet hat, Papst zu werden. Und auch die anderen Kardinäle hätten ihn wohl nicht gewählt. Das war sein Prä, das viele gesehen haben. Aha, das ist einer, der dem es um die Sache geht und nicht um Spiele. Die Versammlungen der Kardinäle leitet er mit Gelassenheit und Witz. Bei den liturgischen Feiern strahlt er die Würde eines Kirchenführers aus. Wie eine verwaiste Herde scharen sich die Kardinäle um ihren Dekan. Aber Ratzinger wollte sicher nicht Papst werden. Das kann ein vernünftiger Mensch überhaupt nicht wollen. Der Einzug ins Konklave. Die 115 Papstwähler schließen sich in der Sixtinischen Kapelle ein. Vierundzwanzig Stunden später. Zweimal schon kam schwarzer Rauch aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle. Jetzt raucht er wieder, etwas früher als erwartet. Seit einer Viertelstunde quillt Rauch aus dem Kamin, mal hell und mal dunkel. Doch die Glocken, die Gewissheit geben sollten, bleiben stumm. Thank you.
Papam. Dominum Josephum. Sancte Romane Ecclesiae, Cardinale Ratzinger. »77 Stimmen waren notwendig. Das liegt alles vorher fest. Man weiß genau. Und wenn man mitzählt und bei 77 ankommt, weiß man, der Papst ist gewählt und dann gibt es Applaus.« Der ist, glaube ich, mit aufgestanden. Kann nicht mehr das... Das ist ganz normal. Sehr gefasst. Dann ist der Heilige Vater in eine Kammer gegangen und hat weißen Talar angezogen, Bonozette, Stola und das weiße Käppchen. Als er rauskam, habe ich geschaut, der hat gar keinen Pileolus auf. Aber der Pileolus ist so weiß wie sein Haar, den sieht man nicht. Und dann haben wir Te Deum gesungen und dann ging es auf die Loggia. Josef Ratzinger, geboren in Martel am Inn, von nun an Benedikt der 16. Seit 947 Jahren der erste Papst aus Deutschland. Er wusste, was auf ihn zukommt und er wollte es sicherlich werden. Und wenn er dann in einer der ersten Ansprachen gesagt hat, er hat gemeint, das Fallbeil gehe auf ihn nieder, dann ist das sicher zum vollen Nennwert zu nehmen. April 2005. Der neue Pontifex auf dem Weg in sein Amt. Der Camerlengo öffnet die versiegelte Papstwohnung. Der Petrusdienst ist eine Aufgabe, die einen Menschen bis ins Innerste beansprucht und verwandelt. Deshalb ist es nur konsequent, dass sich Josef Ratzinger mit 78 Jahren an eine neue Unterschrift gewöhnen muss. Er scheu und stets kontrolliert. So kannten ihn die Römer früher. Nun begegnen sie einem gelösten, strahlenden Menschen. Ausgelassene Stimmung nach dem sonntäglichen Angelusgebet in Castel Gandolfo. Der Papst spricht Grußworte in 7 Sprachen. Alte Parole in Ucraino. Дорогі друзі, бачаю, що пісня, а зокрема духовна музика. Die ukrainische Pilgergruppe bedankt sich mit einem Lied. Die Sorge um den Zustand der Kirche lässt ihn nicht los. Doch stärker betont er jetzt die Freude, die der Glaube den Menschen bringt. Interview mit dem deutschen Fernsehen. Das Christentum, der Katholizismus, ist nicht eine Ansammlung von Verboten, sondern zuerst einmal eine positive Option. Und die wiedersehen ist ganz wichtig, weil die fast ganz aus dem Blickfeld verschwunden ist. Man hat so viel gehört, was man alles nicht darf, dass man sagen muss, wir haben aber eine positive Idee, den Mut zu wecken, endgültige Entscheidungen zu wagen, die in Wirklichkeit erst Wachstum und Vorwärtsbewegung, das Große im Leben ermöglichen, die nicht die Freiheit zerstören, sondern ihr erst ihre richtige Richtung, ihren Raum geben, das zu riskieren, diesen Sprung sozusagen ins Endgültige und damit das Leben erst richtig ganz anzunehmen, das würde ich schon gern weitergeben. Die ersten Reisen, darunter zum Weltjugendtag in Köln, meistert Papst Benedikt souverän. 2006, der umjubelte Heimatbesuch in Bayern. Er steht unter dem Motto: Wer glaubt, ist nie allein. Ratzinger ist ja ein Mann mit sehr vielen Schichten in seiner Persönlichkeit. Und da ist durchaus eine sehr liberale, heute noch sehr liberale theologische Schicht. Und da kann man sozusagen über alles reden und mit allem reden. Und da wird Ratzinger nie sagen, so geht das nicht.
Rückkehr an seine Regensburger Universität. Ein Vortrag ist angekündigt, der das Thema seiner Bonner Antrittsvorlesung aufgreift: Glaube und Vernunft. Und so den Bogen über ein ganzes Gelehrtenleben spannt. Der Papst beginnt mit einem Zitat des byzantinischen Kaisers Manuel. In der von Professor Kuri herausgegebenen 7. Gesprächsrunde kommt der Kaiser auf das Thema des Dschihad, des Heiligen Krieges, zu sprechen. Der Kaiser wusste sicher, dass in Sure 2, 256 steht, kein Zwang in Glaubenssachen. Aber der Kaiser kannte natürlich auch die im Koran niedergelegten, später entstandenen Bestimmungen über den Heiligen Krieg. Ohne sich auf Einzelheiten wie die unterschiedliche Behandlung von Schriftbesitzern und Ungläubigen einzulassen, wendet er sich in erstaunlich schroffer und überraschend schroffer Form ganz einfach mit der zentralen Frage nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt überhaupt an seinen Gesprächspartner. Er sagt, ich zitiere: Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten. Der Kaiser begründet, nachdem er so zugeschlagen hat, dann eingehend, warum Glaubensverbreitung durch Gewalt widersinnig ist. Sie steht im Widerspruch zum Wesen Gottes und zum Wesen der Seele. Ich zitiere nochmal wörtlich: Gott hat kein Gefallen am Blut, und nicht vernunftgemäß, nicht synlogo zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider. Mut zur Weite der Vernunft, nicht Absage an ihre Größe, das ist das Programm, mit dem eine dem biblischen Glauben verpflichtete Theologie in den Disput der Gegenwart eintritt. Nicht vernunftgemäß, nicht mit dem Logos handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider, hat Manuel II. Von seinem christlichen Gottesbild her zu seinem persischen Gesprächspartner gesagt. In diesen großen Logos, in diese Weite der Vernunft, laden wir beim Dialog der Kulturen unsere Gesprächspartner ein, sie selber immer wieder zu finden, ist die große Aufgabe der Universität. Im Saal wird Benedikt verstanden. Doch die mediale Verkürzung auf das mittelalterliche Zitat über den Heiligen Krieg provoziert heftige Reaktionen in der islamischen Welt. Also in sich stimmig war das Mohammed-Zitat in seinem Vortrag, in seiner Vorlesung war es ja eigentlich, also ein wissenschaftlicher Vortrag, war das durchaus, aber natürlich die Breiten und die politische Wirkung hat er vollkommen falsch eingeschätzt. Wohin führt Benedikt die Kirche? Er plant kein großes Reformprojekt, sorgt sich nicht um seinen Platz in der Geschichte. All die Jahre hat er die Last der Verantwortung mit Johannes Paul II. Geteilt. Jetzt trägt er sie alleine weiter, weil die Kirche es so will, als Packesel Gottes. Schon die Berufung von Bertone bedeutete, dass er den Mann gewählt hat, der an seiner Seite gewesen war, dem er vertraute. Und er war zu, ja, man muss es halt sagen, er war vielleicht zu naiv, muss man leider sagen, dass er die Schwächen von Bertone zu wenig wahrgenommen hat. Tarcisio Bertone, sein früherer Mitarbeiter in der Glaubenskongregation, führt als Kardinalstaatssekretär die Regierung des Papstes. Bertone besitzt viel Selbstbewusstsein, aber wenig diplomatische Erfahrung. Ein Teil der Kurie lehnt ihn ab. Ein Papst auf Reisen vereint die Rollen als Staatsgast, moralische Instanz und Medienstar. Johannes Paul II. Hatte die ganze Erde zu seiner Pfarrei gemacht. Benedikt, der die Stille und Zurückgezogenheit liebt und einen festen Tagesablauf braucht, kann sich dem Anspruch seines Amtes nicht entziehen.
So reist auch er als pilgernder Petrus um die Welt, winkt den Menschenmassen zu, küsst Babys, predigt, segnet, schüttelt Hände. Seine Ansprachen treffen oft den Nagel auf den Kopf, manchmal aber auch ins Fettnäpfchen. Ihm ist nur eines wichtig, den Menschen die Freundschaft mit Gott nahezubringen. Johannes Paul II. Hat wahrscheinlich gesagt, ich möchte den und den, den Punkt drin haben, schreib mir mal was. Dann hat er noch mal dran geschaut. Während Ratzinger, abgesehen von den diplomatischen Reden für Diplomaten, wichtige Sachen selber geschrieben hat. Und ich vermute halt, kaum jemand drüber geschaut hat, der wirklich mit den Augen der kritischen Öffentlichkeit geguckt hat, sondern halt nur wohlwollend. Und das war eine seiner Schwächen. Auch als Papst lebt und arbeitet Josef Ratzinger eher neben als über der Kurie. Er schreibt viel. Eine hochgelobte Enzyklika über die Liebe und sein lang geplantes Jesusbuch, das ein Weltbestseller wird. Anderes sorgt für Irritationen. 2007 verfügt der Papst die Wiederzulassung der vorkonziliaren Messe. 2 Jahre später hebt er die Exkommunikation von 4 Bischöfen der Piusbruderschaft auf. Selbst in der Kurie werden viele davon überrascht. Die Affäre um die Piusbrüder kann man nur verstehen, wenn man sozusagen dieses Ideal von Einheit von Kirche, das Ratzinger pflegt, im Kopf behält. Und dieses Ideal der Einheit von Kirche lässt also Spaltung, egal in welcher Dimension, eigentlich nicht zu. Und er sieht sich in Verantwortung als Papst tatsächlich das, was im Gefolge des Zweiten Vatikanums dann an Spaltung gekommen ist, nämlich die Abspaltung tatsächlich der traditionalistischen Kreise, diese Wunde zu heilen. Die abtrünnigen Bischöfe hatten als Vorbedingung den Primat des Papstes anerkannt. Von ihren Ämtern blieben sie bis zur Anerkennung der kirchlichen Lehre weiter suspendiert. Doch das geht im Aufschrei der Empörung unter, als sich einer der 4 Bischöfe als Rechtsextremist outet. Der Super-GAU ist ja damit passiert, dass er nicht wusste, dass er einen in die Kamera tatsächlich den Holocaust leugnenden Antisemiten rekonziliert. Und damit war also dieses Unternehmen, was die Breiten- und die Publikumswirkung angeht, ein absolutes Desaster. Im Vatikan häufen sich die Pannen und Affären. Man munkelt von Korruption und Seilschaften, von der Vatikanbank und ihren dubiosen Geschäften. Tief bedrückt Benedikt das Ausmaß der Missbrauchsskandale und ihrer Vertuschung. Er räumt ein, dass die Probleme der Kirche gerade aus ihrem Inneren kommen, von der Sünde, die in ihr existiert. Er nennt das Unrecht beim Namen und bittet um Verzeihung. Dass die Verschlossenheit und Selbstbezogenheit der Kirche mitverantwortlich sein könnte, erwägt er nicht. Man muss ja zum Beispiel im Blick auf die Missbrauchsskandale durchaus sagen, dass der säkulare Rechtsstaat mit seinen Instrumentarien überhaupt zur Aufarbeitung wesentlich mit beigetragen hat und der Kirche quasi von außen einen Anstoß gegeben hat, sich selbstkritisch zu erneuern. 2011. Noch einmal kommt Benedikt zu einem Besuch nach Deutschland. Im Berliner Reichstag spricht er über die Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates, im Augustinerkloster Erfurt über das Verhältnis der Konfessionen. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er habe keine ökumenischen Gastgeschenke zu verteilen, sagt er in seiner Predigt. Der Glaube ist nicht etwas, was wir ausdenken und aushandeln. Er ist die Grundlage, auf der wir leben. Nicht durch Abwägung von Vor- und Nachteilen, sondern nur durch tieferes Hineindenken und Hineinleben in den Glauben wächst Einheit. Nicht nur seine evangelischen Gesprächspartner warnt der Papst vor einer Verdünnung des Glaubens. Den deutschen Katholiken redet er in Freiburg ins Gewissen. Die Kirche müsse sich aus ihrer Verweltlichung lösen, um Salz der Erde zu sein. Ja, es gibt Anlass zur Änderung. Es ist Änderungsbedarf vorhanden. Jeder Christ und die Gemeinschaft der Gläubigen als Ganze sind zur ständigen Änderung aufgerufen. Sagen wir es noch einmal anders. Der christliche Glaube ist für den Menschen alle Zeit und nicht erst in der unsrigen ein Skandal,
dass der ewige Gott sich ums Menschen kümmern, uns kennen soll, dass der Unfassbare zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort fassbar geworden sein soll, dass er unsterblich am Kreuz gelitten haben, gestorben sein soll, dass uns Sterblichen Auferstehung und ewiges Leben verheißen ist. Das, so glaube ich, ist für die Menschen allemal eine Zumutung. Dieser Skandal, der unaufhebbar ist, wenn man nicht das Christentum selbst aufheben will, ist leider gerade in jüngster Zeit überdeckt worden von den anderen schmerzlichen Skandalen der Verkünder des Glaubens. Umso mehr ist es wieder an der Zeit, die wahre Entweltlichung zu finden, die Weltlichkeit der Kirche beherzt abzulegen. Das heißt natürlich nicht, sich aus der Welt zurückzusehen, das Gegenteil. Offen sein für die Anliegen der Welt heißt demnach für die entweltlichte Kirche, die Herrschaft der Liebe Gottes nach dem Evangelium durch Wort und Tat hier und heute zu bezeugen. Und dieser Auftrag weist zudem über die gegenwärtige Welt hinaus. Denn das gegenwärtige Leben schließt die Verbundenheit mit dem ewigen Leben ein. Leben wir als Einzelne und als Gemeinschaft der Kirche die Einfachheit einer großen Liebe, die auf der Welt das Einfachste und das Schwerste zugleich ist, weil es nicht mehr und nicht weniger verlangt, als sich selbst zu verschenken. Vor dem Forum der Welt hat Josef Ratzinger den christlichen Glauben zum Sprechen gebracht. Er hat zentrale Fragen neu gestellt. Was fehlt der Welt, wenn sie auf die Weisheit des Glaubens verzichtet? Wie muss die Kirche beschaffen sein, wenn sie ihrer Sendung treu bleiben will? Denn wenn irgendwie alles gleich und alles gültig ist, wird letztlich alles gleichgültig. Ein Mahner ist dieser Papst, kein Macher. Seine Regierungsmannschaft ist innerlich gespalten. Und auch das päpstliche Haus bleibt von Intrigen nicht verschont. Vertrauliche Papiere verschwinden vom Schreibtisch des Papstes und dem seines Sekretärs. Sie werden der Presse zugespielt. Nach einer zermürbenden Suche wird der eigene Kammerdiener als Dieb enttarnt und verhaftet. Draußen auf dem Petersplatz warten die Menschen auf die Worte des Papstes. Doch hinter den Mauern des Vatikans herrschen Misstrauen und Eifersucht. Benedikt weiß, ein wirksames Kirchenregiment zu etablieren, wird ihm nicht gelingen. Nur auf wenige Vertraute kann er sich wirklich verlassen. Seine Kräfte schwinden. Ein Regierender muss mal auf den Tisch hauen und jemanden rausschmeißen. Aber das Stehlen vom eigenen Schreibtisch, wo nicht klar ist, wer eigentlich dahinter stand, wer da wirklich der Drahtzieher ist oder wer die Drahtzieher sind, das hat ihn dann gezeigt, ich bin einfach überfordert. Benedikt ist vom Verrat in seiner engsten Umgebung tief getroffen. Sein 85. Geburtstag. Ich stehe vor der letzten Wegstrecke meines Lebens und weiß nicht, was mir verhängt sein wird. Aber ich weiß, dass das Licht Gottes da ist, dass er auferstanden ist, dass sein Licht stärker ist als alles Dunkle, dass Gottes Güte stärker ist als alles Böse dieser Welt. Die Stunde ist da, auf die er sich vorbereitet hat. Er weiß, dass sein Weg als Papst zu Ende ist. Gott ist wichtig, ich bin es nicht. Damit hat er wirklich Geschichte geschrieben. Denn in einigen hundert Jahren wird er der erste einer langen Reihe von zurückgetretenen Päpsten sein. Und dass er den Mut hatte, das zu tun, ohne Tradition. Letzte Tradition war 1294 und hatte ja ein bisschen andere Gründe. Das ist seine große Tat, denn damit hat er dem Papsttum den Weg zu einer viel größeren Freiheit eröffnet.
der Mut, der dazu gehört, kann ihm nicht hoch genug angerechnet werden. Abschied von den Priestern der Diözese Rom. Frei, ohne Manuskript, beginnt Papst Benedikt zu erzählen. Noch einmal geht es um sein Lebensthema, das Konzil. Wir wussten, dass in der Beziehung zwischen Kirche und Moderne von Anfang an ein gewisser Gegensatz vorhanden war. Begonnen beim Irrtum der Kirche im Fall von Galileo Galilei. Man wollte diesen verfehlten Anfang korrigieren und wieder eine Einigung zwischen der Kirche und den besten Kräften der Welt finden, um die Zukunft der Menschheit zu öffnen, um den wahren Fortschritt zu schaffen. So waren wir voll Hoffnung, Begeisterung und hatten auch den Willen, unseren Teil dazu beizutragen. Es gab das Konzil der Väter, das wahre Konzil, aber es gab auch das Konzil der Medien. Und für die Medien war das Konzil ein politischer Kampf, ein Machtkampf zwischen verschiedenen Strömungen in der Kirche. Selbstverständlich haben die Medien für jene Seite Partei ergriffen, die ihnen zu ihrer Welt am besten zu passen schien. Dieses Konzil der Medien war allen zugänglich. Es war also das Vorherrschende, das sich stärker ausgewirkt und viel Unheil, viele Probleme, wirklich viel Elend herbeigeführt hat. Unsere Aufgabe ist es, daran zu arbeiten, dass sich das wahre Konzil mit der Kraft des Heiligen Geistes verwirklicht und die Kirche wirklich erneuert wird. Wir hoffen, dass der Herr uns helfen möge. Ich werde in der Zurückgezogenheit mit meinem Gebet bei euch sein. Gemeinsam gehen wir voran mit dem Herrn in der Gewissheit, der Herr siegt. Danke. Aschermittwoch 2013. Die letzte Liturgie im Petersdom. Ostern wird ein anderer feiern. Zwei Jahre sind vergangen. Der neue Papst, Franziskus, eröffnet das heilige Jahr der Barmherzigkeit. Wir Christen leben eingetaucht in die Wirklichkeit unserer Zeit. Und das ist richtig so. Aber es bringt die Gefahr mit sich, dass wir verweltlicht werden und das Salz verwässert, sagt auch Franziskus. Die Kirche darf nicht um sich selbst kreisen. Sie muss aus sich heraustreten. Sie muss unbekanntes Gelände beschreiten, stärker als bisher an die Ränder gehen, im Streit um die Würde des Menschen. Was Not tut, ist die Fähigkeit zur Unterscheidung der Geister. Den geistigen Kompass, den Papst Benedikt ihr in die Hand gegeben hat, wird die Kirche auf ihrem Weg brauchen.